Aber sind die Würfel in Moskau möglicherweise nicht schon viel früher gefallen, was dieses Abkommen angeht? Denn wir erinnern uns am Bosporus, da stauen sich ja derzeit um die 176 Frachtschiffe, die schon seit zehn Tagen nicht mehr durchgelassen werden. Angeblich, weil die russischen Kontrolleure, die ja an dieser Stelle auch mit im Boot sind, sprichwörtlich, weil die Weiterfahrt verzögern. Letzten Endes hat Moskau doch da noch weiter die Stellschrauben in der Hand. Ja, ja, ja und nein. Nicht? Für die Russen sind diese Getreideschiffe, wenn man so will, einmal mehr nur ein Chip, den sie benutzen, um Druck auszuüben. Sie versuchen das, bin mir ganz sicher, dass eine Reaktion jetzt kommen wird, indem sie die Korridore, in denen sicheres Geleit geboten wird, indem sie die stören werden und die Getreidelieferungen jetzt in nächster Zeit unterbrechen werden. Ob das in den nächsten 48 Stunden passiert, weiß man nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es passieren wird, weil Russland hier eine Reaktion zeigen muss. Gleichzeitig, ich betone es nochmal, all das ist nur ein Chip in dem Spiel, das die Russen nicht spielen wollen, nämlich dass ihre Schwarzmeerflotte angegriffen werden kann. Davon sind sie jetzt doch sehr verdutzt regelrecht. Und das ist etwas, was sie am meisten versuchen, jetzt durch die Getreidelieferungen zu konterkarieren. Sie sind hier in einem Punkt getroffen worden, den sie selber so nicht erwartet haben und fordern eigentlich ja den Schutz ihrer Schwarzmeerflotte, Schutz vor ukrainischen Angriffen, während die Ukrainer natürlich sagen, wir wollen genau nicht angegriffen werden durch diese Schwarzmeerflotte, deshalb greifen wir an. Das ist der Subtext hinter dem, was wir gerade sehen.